Schönen guten Tag. Wir wollen mit unseren Kontrollstrukturen if und switch etwas weitergehen und eine flexible Variante sehen, die man manchmal sehr schön anwenden kann. Und zwar gibt es in C, genauso wie in Java, bedingte Ausdrücke. Und zwar bedeutet das, dass wir eine Abfrage machen können, eine einfache Alternative machen können und dann ein Ergebnis dann irgendwo liefern können. Geil, also die ganze Abfrage selbst liefert dann ein Ergebnis, ist also auch ein Ausdruck. Deswegen keine Bedingung, sondern ein bedingter Ausdruck, also etwas, eine Expression, die eine Antwort liefert, geil. Und das kann man dann in einer Funktion verwenden, geil, oder wo man eben will. Geil. Und ja, schauen wir mal, wie funktioniert das Ganze? Das funktioniert so, dass ein solcher bedingter Ausdruck schaut so aus. Zuerst wird ein Ausdruck geschrieben, der ausgewertet wird. Wenn dieser Ausdruck, der ausgewertet wird, nicht null ist, geil, also das Ergebnis wahr ist, geil, dann trifft der Ausdruck 2 zu und wird zurückgegeben und sonst der Ausdruck 3 und wird zurückgegeben. Geil? Also ist es die Frage, wenn das wahr ist, Fragezeichen, dann Ausdruck 2, sonst Ausdruck 3. Geil? Das ist dieser Fragezeichen Doppelpunkt Operator. Geil? Wenn wir das mal anschauen wollen, geil, dann kommen wir zu unserem Beispiel hier mit den Zeichen. Und das haben wir etwas angepasst, Zeichen 2 genannt. Und hier drinnen haben wir dieses if ausgeklammert. Und das wollen wir jetzt mit einem Einzeiler machen. Und da habe ich euch zwei Möglichkeiten gezeigt. Ich kann also Folgendes machen. Ich kann fragen, ist das Zeichen, das große A, also dasselbe wie hier oben, geil. Und dann mache ich entweder dieses printf und sonst dieses, geil. Ich kann das anstatt über da 1, 2, 3, 4 Zeilen da zu schreiben, auch in einer Zeile machen. Wenn das A ist, geil, dann macht dieses printf und sonst das andere, geil. Und die Rückgabe von printf interessiert mich in dem Fall nicht, ich weise sie nicht zu, ich könnte sie ausgeben, wenn ich möchte, geil, aber ich mache damit, geil, und ich sage, wenn das da gleich A ist, dann sage ich, es ist A, geil, und sonst sage, dass es eben kein A ist. Ich kann das aber auch anders verwenden. Ich kann ein printf machen, eine Ausgabe, und da drinnen gehe ich mir die Ausgabe anpassen, geil, und ich sage, es ist, und hier kommt eine Zeichenkette, und da frage ich jetzt, je nachdem, was es ist, ob es ein A ist oder kein A ist. Geil, ist es ein A oder ist es kein A? Das ist unsere Frage. Geil, und da kann ich jetzt Folgendes machen. Ich frage, ist es ein A? Dann sage ihm, dass es eines ist. Und sonst sage ihm, dass es keines ist. Geil? Und dieses ein oder kein, geil, das wird dann mit %s für String, geil, und String Zeichenketten, geil, müsste ich eigentlich sagen, Zeichenketten werden mit doppelten Anführungszeichen abgeschlossen, geil. Und was passiert hier, geil? Wenn es ein A ist, ist es ein A? Ja, geil, dann trifft das zu und sonst trifft das zu, geil. Und dann wird eingesetzt, ist es, und dann, wenn es wahr ist, dann wird ein eingesetzt und sonst wird kein eingesetzt. Also, das ist eigentlich die elegante Lösung dann. Diese erste Zeile ist nichts anderes als das ganze if-else abgeschrieben in einer Zeile. Ja, dann gehen wir das da mal wegkommentieren und lassen wir das dort übrig, und Switch können wir auch da lösen, oder wir können es auch mal ausklammern. Geil, wir gehen es dann nicht löschen. So. So, make. Das make-File haben wir verändert, geil. Also, hier haben wir jetzt Zeichen 1 und Zeichen 2. Und all geht beide dann eben aufrufen, geil. So.
Und jetzt, wenn ich dann mache Zeichen 2, wenn ich jetzt gebe mal R ein, gell, dann sagt er ja R114 und es ist kein A. Jetzt probieren wir es nochmal. Das kleine A, sagt er, das ist 97, das ist kein großes A. Und das große A, sagt er, das ist 65, gell, und es ist ein A, gell. Okay. Jo, das ist manchmal sehr nützlich.